einen Zettel. Liebe Pieper, lieber Oskar, vielen Dank für all die schönen Dinge, die ihr schon für mich gemacht habt. Mir geht es richtig gut bei euch. Heute bitte ich euch um Hilfe für meine Freunde, die Rehe und die Eisbären. Könnt ihr ihnen helfen, auch ein schönes Zuhause zu finden? Ihr habt ja immer viele Ideen. Bestimmt fällt euch was ein. Liebe Grüße und bis bald, euer Wichtel Willibald. Ja, das klingt sehr gut. Mal gucken, was wir da machen können. Oh mein Gott! Die Eisbären leben am Nordpol und die Rehe leben im Wald. Hier soll noch der Nordpol sein. Und da ist auch der Wald. Ja. Cool. Für den Wald brauchen wir erstmal einen Waldboden, deswegen nehme ich erstmal das Moos. Das riecht auch so. Also, das ist kein Fake Moos. Ein paar Tannenbäume und die stelle ich jetzt hier mal auf. Ein bisschen wackelig wegen dem ganzen Moos. Mhm. Kommt vielleicht ja auf die andere Seite. So. Das ist schon hübsch. Jetzt fehlt natürlich noch das Licht. Deswegen tue ich hier jetzt nochmal die Kerze hin. Wunderschön. Okay, das ist keine echte Kerze. Jetzt möchte ich gern den Tieren ihr neues Zuhause vorstellen. Deswegen, ich glaube, der Hirsch möchte zur Lichtquelle. Und das Reh, glaube ich, das möchte einfach, also ja, in die freie Natur. Und die Kleinen hier, die wollen bei ihrer Mama sein. Will vielleicht auch eins hier oben mal gucken, was es so zu fressen gibt? Ja, der so? Ist ganz neugierig, dieses Reh, das da. Ja, das stimmt. Und weil Winter ist, streuseln wir jetzt noch ein bisschen Schnee auf die schöne Landschaft. Hui, Winter Wonderland. Frau Holle, so. Hat es bei euch auch schon geschneit? Ich denke ja. Jetzt bauen wir einen Nordpol und dafür brauchen wir ganz viel Schnee. Ein bisschen viel Schnee. Wir verteilen das hier mal. Am Nordpol kann nie genug Schnee sein. Genau. Jetzt hängen wir noch die Kugel an. Und dann ist der Nordpol fast fertig. So. Hübsch. Was fehlt dann noch? Die Eisbären. Okay. Also, hier kommt der Papa hin. Und hier kommt das eine Kind hin und süß. Hier kommt das zweite Kind. Niedlich. Tada! Also ich finde, das ist echt hübsch geworden. Das stimmt. Beides ist echt hübsch geworden. Mhm. Das ist ja noch ein Zettel. Stimmt. Ja. Nee, da steht ihr Lieben. Findet ihr auch, dass es draußen eher herbstlich und nicht so richtig nach Weihnachten aussieht? Das macht aber nichts, denn ihr könnt heute trotzdem etwas Schneemannzeit verbringen. Macht's euch gemütlich. Alles Liebe, euer Willibald. Na, das hört sich ja gut an. Mal ja. Gucken, was der dafür uns vorbereitet hat. Das ist ja eine Tüte. Eine Gesichtsmaske. Ein Ei, ein Kinderei. Und wer ist das daneben, der da drauf ist? Olaf. Na, das ist der Olaf von Frozen. Ach so. In der Eiskönigin. Hier ist auch Olaf drauf. Ach, deshalb Schneemannzeit. Ah. Hier sind viel Schokolade drin. Jetzt mal gucken, was in der Kapsel drin ist. Als allererstes oh mein Gott. Ist das etwa Olaf? Ey, wie cool. So, ach, hier ist wahrscheinlich der Körper. So, was mache ich?
das hier zusammen. Also jetzt haben wir schon mal den Schneemann. Und jetzt haben wir noch das hintere Teil. Olaf ist fertig. Ich habe hier beide Eier und jetzt mache ich erstmal eins auf. Jetzt habe ich es schon. Zeig mal. Hä? Ich krieg's. Ist das eine Sonnenbrille? So eine kleine Kerze. Ich kann sogar ihren Körper so ein bisschen bewegen. Hm? Guck mal auf das Papier, wer da drauf ist, wer das sein wird. Okay. Triceratops. Und fertig ist der schon. Ehrlich? Cool. Warte, ich gucke. Ach nee, warte, da kommt noch dieses. Da kommt noch auf die Wiese. Mhm. Oder? Nee, da kommt die Nase so hin. Also. Sieh? So. Ich glaube, ich kenne den. Ich habe nur kurz vergessen, wie der heißt. Das ist dieser Sven, genau, Sven. Ja. So. Also hier sind erstmal die Teile. Hier ist die Beschreibung. Ich glaube, das sieht gut aus. Und dann kommt noch das Geweih. Fertig ist unser Sven. So, das sind jetzt unsere fertigen Figuren, die wir alle zusammengesteckt haben. Und ich finde, der Willibald hat das alles sehr gut geplant. Jetzt laden wir die Figuren in die Play-Doh-App. Jetzt scanne ich die Figuren in die Play-Doh-App ein. Ich habe hier gerade dieses Programm geöffnet. So. So. Olaf. Cool. So. Und jetzt können wir noch einen Charakter einscannen. So. Jetzt scannen wir noch den Sven ein. Und dabei machen wir das mit der Figur selber, ne? Diesmal haben wir nicht den Code darunter gelegt, sondern die Figur selber. Und das geht auch gut, ne? Ja. Mhm. Das stimmt. Das ist niedlich. Ja. Und wie wir richtig gesehen haben, war das auch richtig Sven. Und kein normales Rentier. Ja. Oder Rentier, genau. Süß. Und jetzt kann man mit dem Sven dann auch Spiele spielen. Ja. Ich glaube, wir machen erstmal ein schönes Selfie mit Sven und seiner Figur. Lächeln. Macht richtig Spaß. Man kann den wieder kriegen. Ja. Olaf passt auch ganz gut auf den Nordpol. Ich setze ihn mal hier hin. Ja. Also ich werde jetzt erstmal mein Gesicht reinigen. Und danach mache ich diese wunderschöne Gesichtsmaske drauf. Ja, ich bin gespannt, wie es aussieht. Also jetzt mache ich diese Maske auf. Das wird ein richtiger Olaf. Ich dachte, das wäre nur so eine normale weiße Gesichtsmaske, aber ist ja richtig farbig. Hier ist, glaube ich, noch ein Papier zwischen. Das ist auch nicht so aneinander klappt. Da hat jemand gut, gut mitgedacht. Ich glaube, du kannst es noch ein Stück nach oben schieben. Das sieht echt lustig aus. Ich bin Olaf. So, jetzt darf ich mich entspannen. 10 bis 12 Minuten muss das jetzt einwirken. Ich habe die Maske jetzt abgenommen und meine Haut fühlt sich sehr weich an. Und ich würde euch die Maske sehr empfehlen, diese Olaf-Maske. Ja, und es riecht auch sehr nach Kokosnuss. Und es hat sich auch sehr gut angefühlt, die Maske aufs Gesicht zu legen. Und es war auch sehr entspannt, damit auf dem Sofa was zu gucken. Also das könnte ich euch sehr empfehlen, dass ihr mal so einen Abend macht mit Maske und mit dem Fernseher an. Und ja, habt einen schönen Abend und wir sehen uns.
Frohe Weihnachten!